Hallo zusammen, hi everyone. Ich denke mal, ihr kennt mein letztes Video. Wenn nicht, ich habe es euch oben verlinkt. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Ich habe das ja mit diesem Satin Enamels gemacht und werde jetzt aus diesen Restfarben noch mal ein Bild machen. Ich würde einfach ein Dirty Pouring machen, lasse es von oben runterlaufen, mische mir das dann einfach. Farben brauche ich jetzt nicht erklären, ich sage es nur kurz. Im Prinzip habe ich hier, ja gut, ich kann es sagen, 50-50, also Kleber und 50 dieses Satin Enamels, und zwar Honey Gold. Weiß hatten sie, wie gesagt, leider nicht. Dann habe ich hier Türkis, Violett und Schwarz und Weiß. Habe aber immer ein bisschen was reingemacht an das Weiß von diesem Honey Gold. Wollte schauen, ob es reagiert. Hat nicht so reagiert. Jetzt probieren wir einfach mal mit dem Dirty Pouring, was da passiert. Okay, wünsche euch viel Spaß. Wird wahrscheinlich Musik drauf laufen lassen. Und dann legen wir los.
So, wir werden es jetzt nochmal erhitzen. Und zwar diesmal mit dem Heißluftföhn. So, wenn ich es mal schaffe. So, und wie gesagt, kein Silikon drin. Gut, hier bilden sich jetzt wahrscheinlich auch keine Zellen, so wie es aussieht. Komisch.
weil es hier eine schöne, super schöne Struktur hat. Okay, ich würde sagen, ich zeige es euch von allem und dann bis gleich. Okay, bin zurück. Jetzt schauen wir uns mal an. Das ist trotzdem richtig cool geworden, finde ich. Wie gesagt, dieser Cloud-Effekt ist soweit ausgeblieben, aber hier hat sich doch eine schöne Struktur gebildet. Ich gehe mal davon aus, durch das Erhitzen jetzt kommt noch was raus. Ich werde es dann euch aber auch nochmal trocken zeigen. Und dann können wir mal schauen. Ihr könnt das gut sehen. Vor allem hier auch. Ja, da. Da entstehen schon langsam Zellen, ne, so wie es aussieht. Ich denke, da kommt noch ein bisschen was. Wir schauen, wenn es trocken ist. Okay, ansonsten war es wieder von mir. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Bye.